Also erstmal bin ich Katharina dankbar für ihr einleitendes Statement, weil es sozusagen auf einen Fokus hindeutet, der bei dieser Tagung bisher ziemlich unterbeleuchtet geblieben ist, nämlich der Untertitel. Ob da sowas wie diese alternativen, nicht kapitalistischen Organisationsformen von Arbeit innerhalb einer kapitalistisch bestehenden Gesellschaftsordnung tatsächlich sowas ist wie Einstieg in Transformation, in sozialistische Transformation. Mehrfach auf dieser Tagung ist die Metapher gefallen, das sind jetzt Fenster in eine andere, bessere Zukunft. Damit ist dieses Fragezeichen, was hinter dem Titel prangt, quasi eliminiert. Dieses transformatorische Potenzial ist gesetzt in dieser Metapher. Dahinter verbirgt sich meines Erachtens, das ist meine zentrale These, ein ganz bestimmtes Bild von sozialistischer Umgestaltung, der Organisation antikapitalistischer Übergänge, die so meines Erachtens nicht funktionieren kann. Ein entscheidender Begriff hast du auch in deinem Statement genannt. Das ist eine Vorstellung von gradualistischer Transformation. Es gibt sozusagen einen kapitalistisch organisierten Bereich von Arbeit und es gibt einen nicht kapitalistisch organisierten Bereich von Arbeit. Und der dehnt sich aus und verdrängt den kapitalistisch organisierten Bereich. Das ist ein Bild von Übergängen organisieren, der meines Erachtens, das werde ich versuchen zu begründen, so nicht gehen kann. Also es hat was mit Kapitalismustheorie zu tun, was ich jetzt sagen will. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen. Ich finde das wichtig, dass es diese ganzen nicht kapitalistischen Organisationsformen von Arbeit gibt. Und die sollen sich auch ausweiten. Nur ich spreche Ihnen quasi dieses transformatorische Potenzial ein bisschen ab. Also Ihr eigentliches Ziel, das werde ich versuchen darzulegen, ist in der Geschichte nie erreicht worden. Es gab immer diese nicht kapitalistischen Organisationsformen von Arbeit. Es gab sozusagen die Arbeiterkooperativen, es gab die Genossenschaftsbewegung, es gab die Fabrikrätebewegung, es gab sozusagen die verstaatlichten Bereiche im Rahmen der Mixed Economy, es gab dann die alternative Ökonomie, alles das hat es gegeben. Unterm Strich 200 Jahre Geschichte Kapitalismus, 200 Jahre Reproduktionsfähigkeit dieser kapitalistischen Produktionsweise. Also von ihrem eigentlichen Ziel der Verdrängung der kapitalistisch organisierten des Lohnarbeitsverhältnisses durch alternative Formen der Organisation der Arbeit ist eigentlich gescheitert. Bei Volker Braun gibt es einen schönen Satz, der Weg ist nicht zu Ende, wenn das Ziel explodiert ist. Also das Ziel, eben mit solchen gradualistischen Strategien den Kapitalismus zu überwinden, ist explodiert, aber nach den entsprechenden Wegen dahin müssen wir noch weiterhin suchen. Es gibt ein Lieblingsbuch von mir, es sind zwei Bände, es sind die Notizbücher von Peter Weiß, die er quasi parallel zur Ästhetik des Widerstands formuliert hat. Und da gibt es einen schönen Hinweis oder einen Satz, den er notiert hat, der heißt, wir leben immer noch im Zeitalter des Kapitalismus, die Versuche, den Sozialismus zu errichten, finden statt innerhalb der kapitalistischen Welt und scheitern zumeist an der Übermacht der gegenwärtigen Herrscher. Und das trifft meines Erachtens auf die sämtliche bisherigen Versuche sozialistischer Umgestaltungspolitik in der Geschichte der Arbeiterbewegung zu. Man findet schon bei Marx in seiner Kritik des Gotha-Programms einen elementaren Gedanken. In seiner Kritik des Gotha-Programms von 1875 schreibt Marx nämlich, dass sich diese sozialistischen Transformationsstrategien nicht, Zitat Marx, nicht auf ihren eigenen Grundlagen entfalten können, sondern aus der kapitalistischen Gesellschaft hervorgehen. Und diese Tat, sie gehen aus der kapitalistischen Gesellschaft hervor, heißt, sie sind kapitalistisch formbestimmt, das heißt, sie funktionieren oder müssen entwickelt werden in einer Gesellschaft, in der es sowas gibt nach Marx wie den stummen Zwang der ökonomischen Verhältnisse. Und dieser stumme Zwang der ökonomischen Verhältnisse besiegelt die Herrschaft des Kapitalisten immer wieder neu. Zitat, erster Band des Kapital und so weiter. Es gibt hier sozusagen die ideologischen Formen, in der dann quasi die herrschende Gedanken in der Gesellschaft immer die Gedanken der Herrschenden sind. Alles das gibt es. Unter diesen widrigen Bedingungen müssen Transformationsstrategien entwickelt werden. Wolfgang Abendroth hat das mal auf meines Erachtens ziemlich klar auf den Punkt gebracht. Er hat irgendwo geschrieben, der Weg zum Sozialismus ist vor allem erst einmal frei zu kämpfen. Das entwickelt sich sozusagen nicht automatisch innerhalb der im Schoße der alten Gesellschaft, mal auch diese marxistische Metapher zu nehmen, im Schoße der bürgerlichen Gesellschaft bereits das, was dann die freie Assoziation ist, die freie Assoziation der Produzenten. Und wenn man den Marx ernst nimmt und seine Entwicklung zum Beispiel zur Entwicklung der Kooperation der Arbeitenden,
in der großen Industrie. Dann ist das zwar eine Basis dafür, dass es diese freie Assoziation der Produzenten irgendwann geben kann, aber die kapitalistisch formbestimmte Kooperation verändert den Arbeitenden, das ist eine Selbsttransformation der Arbeitenden, das ist sozusagen ein Prozess des Gattungswesenswerdens des Arbeiters, das sagt Marx auch, aber diese Kooperation innerhalb der kapitalistischen Industrie, die dann vielleicht auch ganz bestimmte Kontrollfunktionen des Kapitals überflüssig macht, ist eben noch nicht die freie Assoziation der Produzenten. Über diesen sozusagen innerhalb, also ähnliche Gedanken, das ist das, was Dario gestern gesagt hat, es geht das sind Übergangsformen irgendwie. Mehr findet man bei Marx und Engels auch nicht. Also bei Engels gibt es den Satz sozusagen, dieses Staatseigentum an Betrieben ist noch nicht die Lösung, berge aber irgendwie die Handhabung der Lösung in sich. Aber wie man das handzuhaben hat, leider kein Satz. Sozusagen die emanzipatorischen Kräfte immer wieder aufgefordert, das mit Butter zu füllen. Noch extremer, sagen wir mal, in der Geschichte, ich habe schon erwähnt, diese ganzen Bewegungen, die sind immer wieder auch theoretisiert worden. Und zwar theoretisiert worden in dem Sinne, dass ihre Theoretiker gesagt haben, nach dem Modell sozusagen gradualistischer Transformation, es entwickelt sich im Schoße der alten Gesellschaft parallel zum kapitalistisch formbestimmten Lohnarbeitsverhältnis ein anderer Bereich der Ökonomie, der Organisation der Ökonomie. Und der wird sich sozusagen sukzessive ausdehnen. Das war Richard Owen für die Arbeiterkooperativen. Das gilt für die Genossenschaftsbewegung, das ist LaSalle, sozusagen staatlich finanziert, geschützt, protektionierte, entfaltete Genossenschaftsbewegung. Das ist Fritz Naftali mit seiner Wirtschaftsdemokratie, die sich vor allem in den verstaatlichten Bereichen erstmal sozusagen entfaltet und über diese weiteren Verstaatlichungen im Rahmen des organisierten Kapitalismus sich sukzessive ausweitet und das kapitalistische Lohnarbeitsverhältnis verdrängt. Wie gesagt, ich finde, das Bild ist ja ganz sympathisch, hat auch was vom friedlichen Hineinwachsen sozusagen in den Sozialismus. Brauchst du ja gar keine großartige gewaltförmige Revolution mehr, wenn das so funktionieren würde. Das Problem ist, es ist sowas wie Kommunismus im Kapitalismus. Du hast sozusagen außerhalb des kapitalistischen Lohnarbeitsverhältnisses einen Sektor, der ganz anders funktioniert, in dem man wesentlich besser arbeiten kann, das wird ja damit transportiert, in dem es keine Ausbeutung mehr gibt. Warum sollte dann ist mein entscheidender Einwand ist sozusagen, das kann deswegen nicht funktionieren, weil es ein Basisinstitut der kapitalistischen Produktionsweise außer Kraft setzt. Nämlich den doppelt freien Lohnarbeiter, der gezwungen ist, seine wahre Arbeitskraft zu verkaufen. Und wenn der doppelt freie Lohnarbeiter nicht mehr gezwungen ist, seine wahre Arbeitskraft zu verkaufen, dann funktioniert dieses kapitalistische Lohnarbeitsverhältnis nicht mehr. Und deswegen sozusagen gibt es immer wieder Tendenzen, diesen Bereich, oder deswegen meines Erachtens gibt es strukturelle Gründe, warum sich dieser Bereich nicht so ausdehnen kann, dass er tatsächlich das kapitalistisch formbestimmte Lohnarbeitsverhältnis verdrängen wird. 3 Minuten habe ich noch, ich mache das jetzt mal sehr kryptisch. Es gibt natürlich ein alternatives Erklärungsmodell. Das war übrigens Fehler, ich bin eigentlich kein Soziologe. Ich habe mal bei einem Soziologen gearbeitet, aber eigentlich bin ich Politikwissenschaftler. Das spielt aber keine Geige. In der Soziologie gibt es ja eine Renaissance der Kapitalismuskritik. Das hängt mit deinem Doktorvater zusammen. Also Klaus Dörre in Jena hat ein Buch geschrieben, wo er das Rosa-Luxemburgsche Landnahmetheorem ein bisschen überkandidelt, hochgradig theoretisiert. Diese Kritik an Klaus lasse ich jetzt mal weg. Den Grundgedanken finde ich richtig. Der Grundgedanke lautet, Kapitalismus produziert aus sich selbst heraus immer diese nicht kapitalistischen Milieus. Ohne sozusagen diese permanente Neuproduktion nicht kapitalistisch formbestimmter Bereiche ist der Kapitalismus gar nicht überlebensfähig. Das ist der Grundgedanke, das ist auch der Grundgedanke bei Rosa Luxemburg. So. Und kapitalistische Reproduktion, wie gesagt, basiert darauf, dass es immer diesen nicht kapitalistischen Bereich gibt, sei es durch Staatsintervention, sei es durch Dekommodifizierung des Lohnarbeitsverhältnisses in Tarifvereinbarungen, sei es sozusagen durch einen anderen ökonomischen Sektor, staatlich organisiert, genossenschaftlich organisiert, wie auch immer organisiert. Das gibt es immer. Der Grundgedanke bei Klaus Dörre in seinem Landnahmetheorem ist immer, in Krisen des Kapitalismus finden immer neue Formen von Landnahme statt. Diese nicht kapitalistischen
Bereiche werden dann kapitalistisch Land genommen. Das ist in der Geschichte sozusagen die Antwort auf die Krise Ende des 19. Jahrhunderts, war die imperialistische Landnahme. Das kann man schon bei Rosa Luxemburg nachlesen. Fordismus war sozusagen, Burkhard Lutz, ein anderer Soziologe, die innere Landnahme. Das heißt, die Kapitalisierung der Landwirtschaft, damit die Freisetzung von Arbeitskräften, die doppelt freie Lohnarbeit, für die fordistische Massenindustrie. Und nach der Krise der 70er Jahre, 74, 75, dann die finanzkapitalistische Landnahme oder das, was Harvey Akkumulation durch Enteignung nennt. Und genau dies, das, wir hatten zwei Beispiele, fielen mir nur ein. Das eine war von Gisela, das war irgendeine Glashütte, die erst in Belegschaftsland übergegangen ist und nachher rekapitalisiert wurde. Das ist Landnahme im ursprünglichen Sinne. Es gibt andere Bereiche, auch schon erwähnt worden, Union Werkzeugmaschinenbau von Sigurd Bender damals in Chemnitz sozusagen in Belegschaftsland überführt worden, inzwischen sozusagen unter dem Druck der Commerzbank auch rekapitalisiert. Damit hat man ein völlig anderes Bild, also sozusagen ein Bild, das sagt, dass der Kapitalismus irgendwann an einen Punkt kommt, wo er systematisch die Ausweitung eines nicht kapitalistisch organisierten Bereiches stranguliert und sich darum reproduziert. Das heißt, sozialistische Transformation muss irgendwie ganz anders organisiert werden, wenn sie denn dieses transformatorische Potenzial entfalten will. Dankeschön, Bernd.